Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, mein Name ist Dr. Martin Eder. Ich bin der stellvertretende Schulleiter des Maria-Ward-Gymnasiums Altötting und darüber hinaus zuständig für die offene Ganztagsschule. Über diese Besonderheit unserer Schule möchte ich Sie nun informieren. Was ist die offene Ganztagsschule, abgekürzt die OGTS? Sie bietet eine Betreuung von Montag bis Donnerstag von 12.55 Uhr bis 16 Uhr und sie ist flexibel, denn Sie können 2 Tage, 3 Tage oder 4 Tage buchen, wobei wir auch versuchen, Schichtpläne oder Ähnliches zu berücksichtigen. Für die Betreuung entstehen keine zusätzlichen Kosten und Sie müssen lediglich das Mittagessen bezahlen, sollten Sie dies für Ihr Kind in Anspruch nehmen wollen. Zudem verbindet die offene Ganztagsschule den Unterricht am Vormittag nahtlos mit der Betreuung am Nachmittag, wodurch ein enger Austausch unserer Lehrkräfte mit dem pädagogischen Personal sichergestellt ist. Wie ist die OGTS strukturiert? Wie Sie sehen, gehen unsere Schülerinnen und Schüler nach dem Vormittagsunterricht gemeinsam zum Mittagessen in die Pausenhalle und werden dort durch ein abwechslungsreiches Angebot des Franziskushauses verköstigt. Um 13.30 Uhr schließt sich die Studierzeit an, in der die Hausaufgaben erledigt werden und sich unsere Schülerinnen und Schüler auf den nächsten Schultag vorbereiten können. Um 15 Uhr folgt darauf die Freizeitpädagogik oder bei Bedarf eine zusätzliche Studierzeit. Diese einzelnen Module möchte ich Ihnen in der Folge näher erläutern. Wie bereits erwähnt, ist das Angebot unserer OGTS mit Ausnahme des Mittagessens kostenfrei. Die Kinder können natürlich auch selbst etwas zu essen mitbringen oder sich beim Pausenverkauf versorgen. Das Essen in der Mittagsverpflegung wird täglich vom Franziskushaus frisch geliefert, ist gesund, aus regionalen Produkten hergestellt, preiswert und das Wichtigste, es schmeckt, was die Schülerinnen und Schüler und auch unsere Lehrkräfte immer wieder bestätigen. Der Bestell- und Bezahlvorgang erfolgt digital und bargeldlos. Die Schüler registrieren sich mittels eines Chips, den sie auf dem ersten Bild sehen, bei der Essensausgabe. So wird festgestellt, was man bestellt hat. Eine Bestellung ist bis 24 Uhr am Vortag online möglich. Abbestellen, ohne dass einem Kosten entstehen, kann man noch am selben Tag bis 8 Uhr morgens. Das Angebot besteht jeden Tag aus verschiedenen Gerichten. Jeweils ein Gericht mit Fisch oder Fleisch, ein vegetarisches Gericht und ein Salat, den man sich, sofern es die Pandemie wieder zulässt, an der Salattheke selbst zusammenstellen kann. Die Schülerinnen und Schüler essen an für sie reservierten Tischen der Pausenhalle, wodurch der Weg zu einem Nachschlag sehr kurz ist und ausreichend Zeit zur Erholung bleibt. Selbstverständlich können auch alle anderen Schülerinnen und Schüler unserer Schule das Mittagessen des Franziskushauses bestellen. An das Mittagessen schließt sich die Studierzeit in Kleingruppen mit jeweils einem pädagogischen Betreuer als Ansprechpartner an. Eine Besonderheit unseres Gymnasiums ist, dass in der OGTS auch Lehrkräfte eingesetzt sind. Wir sind froh, dass uns unsere Schulstiftung dies ermöglicht, da wir so eine zusätzliche Schnittstelle zwischen dem Unterricht am Vormittag und der OGTS schaffen. Die Lehrer der OGTS und des normalen Unterrichts stehen in engem Kontakt, sodass wichtige Informationen des Vormittages unmittelbar an das Team der OGTS weitergegeben werden. Gleichermaßen bekommen die Lehrer aus dem Unterricht eine Rückmeldung, sollte es Schwierigkeiten beim Verständnis eines bestimmten Lerninhaltes geben. Somit können wir besondere Stärken und Begabungen fördern oder bei Bedarf individuell stützend eingreifen. Dabei werden die Lehrer zusätzlich von Tutorinnen und Tutoren aus den oberen Jahrgangsstufen unterstützt. Diese arbeiten mit den Schülern der OGTS in einem separaten Raum, in der sogenannten Lernlandschaft, und unterstützen sie beim Lernen, zum Beispiel durch erneutes Erklären, Ausfragen von Unterrichtsstoff oder durch Anleiten beim Bearbeiten von Freiarbeitsmaterial, das uns in der OGTS zur Verfügung steht. Hier kommen Sie, liebe Eltern, mit ins Spiel. Denn natürlich können auch Sie uns Rückmeldung darüber geben, woran Ihr Kind, wenn es mit der Hausaufgabe fertig ist, noch arbeiten soll.
Ziel ist es, die Hausaufgaben vollständig in der OGTS zu erledigen, was wir in der Regel auch leicht schaffen. Außerdem soll für den nächsten Schultag oder für Prüfungen gelernt werden. Bei einer Evaluation haben die Eltern vor allem die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler durch Lehrkräfte besonders positiv bewertet und bestätigt, dass die Kinder in den allermeisten Fällen mit erledigten Hausaufgaben nach Hause kommen. An die Studierzeit schließt sich die sogenannte Freizeitpädagogik an. Hier lernen sich Lehrkräfte, pädagogisches Personal und Schülerinnen und Schüler von einer anderen Seite kennen, da miteinander gespielt, gebastelt oder Sport getrieben wird. Und natürlich macht es Spaß, den Lehrer beim Völkerball oder Merkball abzuwerfen oder ihn sogar beim Kickern oder Tischtennisspielen vernichtend zu schlagen. Seit 2019 haben wir eine weitere, zusätzliche Besonderheit. Studierende der Berufsfachschule für Musik spielen mit den Kindern der OGTS unter Leitung unserer ehemaligen Musiklehrerin Frau Hermann Musik. Dabei steht ein kreativer und spielerischer Umgang mit Musik im Zentrum. Auch dieses Angebot ist kostenlos und soll im neuen Schuljahr wieder zur Wahl stehen. Des Weiteren ist eine zusätzliche Studierzeit während der Freizeitpädagogik möglich, sodass Kinder, die während der eigentlichen Studierzeit vielleicht in einem Wahlunterricht waren, ihre Hausaufgaben trotzdem erledigen oder noch weiter lernen können. Weitere Informationen zur OGTS erhalten Sie auf unserer Homepage, deren Besuch sich als Informationsmöglichkeit sicherlich lohnt, im Sekretariat oder per E-Mail. Zum Anmeldeschluss für die OGTS im Frühjahr müssen Sie nur die voraussichtliche Anzahl der Tage, die Sie gerne in Anspruch nehmen möchten, angeben. Eine verbindliche Anmeldung erfolgt in den ersten Tagen des neuen Schuljahres, wenn Sie dann auch den Stundenplan Ihres Kindes haben. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen natürlich auch über unser Sekretariat zur Verfügung.